Wohltäter. Ein Wohltäter ist jemand, der anderen in der Not hilft. Ein Wohltäter ist jemand, der anderen Gutes tut. Ein Wohltäter ist derjenige, der anderen Wohltaten erweist. Es gibt Wohltäter, die einem einzelnen Menschen etwas Gutes tun, und es gibt Wohltäter für die ganze Menschheit. Wohltäter kann auch als Philanthrop bezeichnet werden, als Menschenfreund und als Heilsbringer. Bist du selbst ein Wohltäter? Setzt du dich für andere ein? Bist du jemand, der für andere Gutes tut, ohne etwas dafür zu bekommen? Im Yoga gibt es das Ideal des Karma-Yogis. Ein Karma-Yogi ist derjenige, der sich für das Wohl anderer einsetzt. Im Christentum gibt es das Ideal der barmherzigen Nächstenliebe. Das heißt, das Ideal, anderen Gutes zu tun. Wenn du Gutes tust, dann entfaltest du uneigennützige Liebe. Im Griechenland, in der griechischen Philosophie gibt es drei Arten von Liebe. Es gibt Eros, Agape und Philia. Die Agape ist die bedingungslose Liebe. Die Agape ist auch die Liebe, die einen dazu veranlasst, anderen Gutes zu tun, ohne etwas dafür zu bekommen. Jemand, der ein echter Wohltäter ist, hat viel Agape, viel uneigennützige Nächstenliebe.